Stopp. Oberhöriger Ärger. Türträder. Aha, können wir es auch lesen? Ein weiteres Schild. Nicht weitergehen. Oha, Eicheln. Größere Hamster. This looks just like a movie I saw on TV. These are the bad guys, I'm telling you. I think you're right. We need to clear the way before we can proceed. But how? You see that fire alarm over there? We need to activate. Yeah, but how? With a slingshot. What slingshot? This slingshot. Ah, that slingshot. Okay. Wo kommen die Sachen immer wieder her? Das ist doch hier. Ah, look. I use these acorns as ammunition. That's really clever, Miss Fortune. I know, thank you. Hat sich das mal jemand gefragt? Ziehe mit der Pfeiltaste hoch, runter. Oder WS und schließe mit der Leertaste. Okay. Upsi. Ach so. Verstehe. So vielleicht. Sehr gut. Irgendwie freigeschaltet Sniper. Okay, wir haben den Alarm ausgelöst. Den können wir jetzt. Well done, Miss Fortune. Yay! Können wir hier noch was anschauen? Hier können wir Eicheln. Squirrelsman? Ich konnte die Geschwindigkeit. Was? Science project Daddy has in the basement. I don't know why, but Mommy was really angry about it. Und der Vater das im Keller hatte. Oh weia. That's a lot of cash. Is this the eternal happiness? Oh no. What makes you think that? Mommy said that money is the only thing that makes her happy. Well, your mommy is wrong. Oh, really? Okay. Oh, Mann. Ja. Okay, dann müssen wir wohl die Leiter wieder hoch. Leiter klettern in den Kanälen bleiben. Was sollen wir? Es ist... Wir klettern hoch. Bringt nicht viel, hier zu bleiben. Das ist eine Entscheidung, die wir leider nehmen müssen. Hey, you, on the other side of the screen. Ich schon wieder. I know it must be hard not knowing much about our little lady's future. Will Miss Fortune really die? If so, how will she die? And when will the evil fox kill her? Will she find eternal happiness? I personally hope she does. Act normal. She's coming. Das ist ja doch schon erzählt. Du weißt das doch schon. Oh, Miss Fortune, you made it. Congratulations. Thank you. Where are we? We're one step closer to the grand prize of eternal happiness. Der große Preis des ewigen Glücks. Ja. Not allowed to be outside this lake, you know? Ich weiß ja nicht. It's not far from here. Great. Okay, hier mal eine kleine Kehle verscheuchen. Okay, da gibt's nichts zu sehen. Oha. Look, a missing kid. Call 112. Mhm. Ist das ein Amerika, nicht die 100, die 911? I don't like this. Ist vielleicht nicht in Amerika. Maybe I should go back home. Bye. Don't go now, Miss Fortune. I can protect you. Really? Yes. Alright then. Sieht aber sehr nach ihr aus, wenn ich sie so daneben stelle. Es ist doch, es ist, da sucht doch jemand nach ihr, oder? Ohne den Hut. Ist schlecht gemalt, aber ist so ein bisschen, also schon gut gemalt, aber ist so ein bisschen, ja, Kinderähnlichkeiten. Hallo. Was zum... Und weg ist sie. Ugh, smells
like bullcrap. Miss Fortune, watch your language. Okay. A uni's like the... get it? Very clever, Miss Fortune. Tragen wir alle Masken? Okay, hier steht was an der Wand. World needs a plan. Das kann ich nicht lesen. Bring me. Ist eine Telefonnummer aufgeschrieben. Könnte man mal versuchen anzurufen. Das ist wieder ein Entwickler, der... Da hat jemand heimlich die Nummer von wem anders reingeschrieben und jetzt... Kill Monday Games. Phantasmagoria. Phantasmagoria is coming to Oberfield? That's so awesome! Maybe we could find time to check it out later. Who knows? Right. Don't play with my feelings now. Let's focus on finding the eternal happiness first. Then we'll see. All right. I can't wait. Okay. Ayuni's like a... get it? Very clever, Miss Fortune. Thank you. Schade. Lol. Look, it's Benjamin from the Hoots in the Woods. You know, if you ever want to hang out or something, I'm available. Don't engage with that wild fox. I told you, foxes are dangerous. Let me handle this. Benji, are you a wild, dangerous fox? No, Benji, don't go! Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. All right. Ist doch kein wildes Biest. Vielleicht bist du hier. Vielleicht bist du hier, Mr. Stimme. Mr. Voice. Herr Stimme. Das wilde Biest. Ah, this is Benji's stuff. This is absolutely the best art I have ever seen. It's so personal. I didn't know Benjamin was so creative. Creative? That looks like a child has drawn it. What did you just say? Oh, I didn't mean it like that. Huh. Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused. Ja, immer. Immer doch. So, hier haben wir einen Bahnsteig. Voll Kids Park und Kiosk. Okay. Den Bahngleis können wir nicht drauf. Are we going to the park? Yes. Okay. Dann tun wir das mal. Wieso sind hier alle Leute GLP? Miss Fortune. Warum tragen die eine Maske? What? Language. App. Gut. Gehen wir in den Park. Mr. Voice? Yes, Miss Fortune? Has anyone reached the end of the game and gotten the eternal happiness? Yes, of course. They lived happily ever after. That sounds nice. You know, I want to win this prize for my mommy. I wish I could give her some happiness. Das ist süß. My circle doesn't work with her. Oh, that's really sweet of you. Thank you. Would you like to try my sparkle? That's not necessary. Ha, don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Voice! Oh, well. Thank you. Anyway, let's go find the prize and make Mommy proud. Yes. Sind wir schon im Park angekommen. Sehr schön. Da war ein Mülleimer. Ein weiterer. Don't feed the bird. Ah, okay. Die Bank ist aber ziemlich bekritzelt. There's a lot of sweet poetry written on the bench. Death is alive and it's eating from you. Sign N. Interesting. What do you think? Miss Fortune, do you really need to read those poems? Die Bank nicht lesen, ja oder nein? Ich weiß nicht. Na, machen wir's mal. Yeah, listen to this one.
Both hanging too low. No signature. Where are they hanging from? Oh, look, a drawing of a cat. Come on, Miss Fortune, let's go. All right. Hm, da hätten wir ja was verpasst. Ach du Schande. Look at the seagull. Sind wir da? It looks like Kevin's dad. Who's that? He used to sit in the sandbox next to school. He didn't have any clothes on, and the police officer beat him with a stick. Too bad you don't have any fish to offer the seagull. They love fish, you know. Are you trying to make me feel guilty about the fish from earlier? I made a hard decision back there, and I stand behind it. I understand, Miss Fortune. I'm just saying. Well, stop saying. Ach, wenn wir den Fisch mitgenommen hätten, dann hätten wir den jetzt an die... eine Ente weitergeben können. Hätten wir jetzt hier mal ein Geschenk machen können. Would you like to ride the royal horse of the park? Natürlich. Let's play. Royal horse, you say? I'm a little princess, you know. Auf geht's. Look at me. I'm on the horse. Aye, horsey, stop it. Oh. Oh, that was unfortunate. Are you all right? I'm okay. Are you worried because I'm such a little lady? Of course. You are really tiny and you could break. I broke my arm once. So you know what I mean. Okay, nochmal. 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 Let's go. Alle guten Dinge sind es drei. Auf da. Let's go. Spielplatz. Müssen wir jetzt Nein sagen? Gehen wir einfach weiter. Sehr gut. Check out that duck. Let's just go, Miss Fortune. You don't want to get involved with ducks. Don't be silly. Füchse sind gefährlich. Enten sind gefährlich. This could be my opportunity to finally dance for real. Alles ist gefährlich hier. Would you like to show me some of your dance moves? Zeig deine Tanzschritte, lass die Ente tanzen. Und wir tanzen. Of course. Check this out. Oh je. It's okay. It's okay. That was unfortunate. What are you talking about? That was normal. Oh, if you say so. Das ist so gewohnt von zu Hause. Spielplatz. Would you like to ride this one? It's like a tornado. Let's go. Yes, I want to ride. Michael, stop! I can't hold it anymore! Oh, yeah. Oh, no, Miss Fortune. Nochmal. Mit dem Twister fahren. Nochmal. Wenn man es 10-mal macht, kriegt man ein Achievement. Wahrscheinlich. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Too much rolling. Sehr toll. Das haben wir gebraucht. Oh, Nummer 2. Errungenschaft freigeschaltet. Hido. Wenn die Bäume nackt sind und der Wind kalt, wenn der Geruch von verrotteten Äpfeln gegen den Stein kracht. When the trees are naked. Nochmal auf Englisch. When the wind is cold. When the smell of rotten apples
smashes against the stone. Aha, nehmen wir mit. Apple pie. What are you talking about, Miss Fortune? Nothing. Gut. Da gehen wir gleich aus dem Park raus. Aber aus dem Park rausgehen tun wir erst im nächsten Part. Ich glaube, wir lassen es hier für heute sein. Eine Stunde haben wir schon gespielt. Oha, da kommt ein Wettermasken-Typ. Gut, und dann würde ich mal sagen, lassen wir es für den ersten Stream hier bei bleiben. Da habe ich nach oben so sich gefallen haben lassen. Aber da haben wir neue Seite. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, im nächsten Stream, im nächsten Part wieder. Bis dahin, habt eine angenehme Zeit und wir sehen uns am Mittwoch wieder bei Little Miss Fortune. Da geht es dann weiter. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Einmal speichern hier. Auf Speicherslot 1. Ja, sehr gut. Na dann, können wir ins Hauptmenü gehen. Und dann sage ich bis dann und ciao.